Ich vergesse keine Darunie hier auf die Botschaft über den Klimawandel an den Medien, von Politikern und auch von politischen Aktivisten. Ne? Sobald es eine Zeit nicht rennt, dann ist der Klimawandel, oder wenn es zu viel rennt, dann ist der Klimawandel. Wenn am Winter Schnee ist, dann ist der Klimawandel. Wenn am Winter kein Schnee ist, dann ist auch der Klimawandel. Wenn ein Stärk dann auch wieder am Müllerdal sind, dann ist der Klimawandel. Wenn der Busch brennt in Kalifornien, dann ist der Klimawandel. Und sehr auf die Spitze getrieben hat eine Journalistin von unserer nationalen Televisionsschein am März 2019, wie sie gesagt hat, durch den Klimawandel käme zu Erdbeben. Ich habe das letzte von einem jungen litzburgischen Aktivist gelesen, dass sie Angst hat, dass sie Kanada nicht mehr hier auf dieser Erde könnte leben, wenn wir nicht direkt etwas machen. So weit sind wir schon gekommen mit der ganzen Hysterie. Dafür, wir von der ADR, sie klipp und klar gegen Hysterie, gegen Angstmacherei und gegen Panik machen. Wir müssen aufpassen, dass wir in der ganzen Diskussion mit der nötigen Sachlichkeit ruhig. Klar ist, wir müssen uns auf aufgesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass vieles von dem, was uns als Fakten präsentiert wird, von Medien und Aktivisten, sind nämlich Klimamodelle, die probieren, Veränderungen am Klima so gut wie möglich das über die nächsten 20, 50 und 100 Jahre vorauszusehen. Da gibt es, wie auch bei wieder vorauszusehen, eine signifikante Unsicherheit, dran, die nicht zu unterschätzen ist. Und da holen sich oft Medien und zumal auch die Gring die extremsten Szenarien oder Interpretationen heraus und machen den Leuten Angst und versetzen sie an Panik. Und die Angst benutzen sie dann, für ihre ideologische Politik durchzupuschen, auch wenn es überhaupt nicht klar ist, dass ihre Weh an ihre Lieblingstechnologie die richtige ist. Eins als ADR ist den Umweltschutz und den Naturschutz immens wichtig. Umweltschutz, wie auch der Schutz von unseren Ressourcen, leidt uns um Herzen. Und das ist etwas, was alle reasonablen Menschen unterstützen können, ob um die extremsten oder auch um die moderatesten Szenarien von der Erderwärmung gelebt. Wie das was wirklich gefährlich ist für unsere Gesellschaft und auch für die Umwelt, als ein radikal Wende zu machen, ohne viel darüber nachzudenken, über die wirtschaftlichen, sozialen Konsequenzen, weil auch die Geringen wissen nicht, was für eine Technologie sich wird in Zukunft gut oder schlecht entwickeln. Ich will euch klar sagen, über die letzten Jahrzehnte konnte ich einen leichten Erwärmungstrend von ungefähr einem Grad feststellen. Die Klimaveränderung kann durchaus auch teils natürlichen Ursprungs sein, aber ohne Zweifel hat auch der Mensch einen Impact, zumal durch die Verbrennung von fossilen Stoffen, die Zerregase produzieren. Das kann dominant sein, muss aber nicht. Ich gehe nun an die Diskussion an. Über die Klimamodelle, ob 1, 2 Grad, 2 Grad oder 4 Grad, das ist einfach nicht ohne Unsicherheit vorauszubar. Wir sollen uns erlauben, dass das auch nicht das Wichtigste. Für uns als pragmatische Partei ist das Wichtigste, wie kann ich realistisch etwas machen als kleine Nation. Aber was wird gemacht? Gemacht wird hier im Land alles für Ziele nicht zu erreichen. 500.000 Einwohner im Jahr 2010, 630.000 Einwohner im Jahr 2020. Wir wissen, wissen, wissen. Schnurstracks Richtung 1 Million Einwohner. Wir bauen da bauen, betonieren, rappen Häuser auf, bauen neue, Riesenverschleiß und Ressourcen. Wir sind los schon überfüllt. Und dann geht hier noch andauernd gesagt, wir müssen noch mehr bauen, noch mehr schnell wissen. Das ist der Konträr von dem, was reichlich will. Aber das Ganze ist eine Politik von den Widersprüchen. Wenn auf der einen Seite ein totalen, überdrivenen Wissen gefördert wird und auf der anderen Seite dann von Reduzieren von Energieverbrauch geschwärzt wird. Wir haben in den letzten 25 Jahren so viel zugebaut wie an den 2000 Jahren für drin. 2 Hektar den Tag. Aber wenn ich etwas für die Natur und auch für die Menschen will machen, und das ist das, was doch hauptsächlich die Geringe mal vorgeben, mit Geringflächen halten. Willst du mal vorstellen, da muss ich das bremsen. Am Jahr 2030, dann, wenn das Ziel von 55% soll erreicht sein, da werden wir heute zu 800.000 Einwohner sehen. Überfüllt, das geht schrecklich. Wir müssen also zunächst zu einem verständlichen Wissen zurückkommen. Und das wird für uns auch nicht nur mit Klima zu tun,
wie mit gesundem Menschenverstand. Genauso was es mit Energie und Ressourcen spüren. Natürlich müssen wir gucken, für manche fossile Rohstoffe zu verschwenden, als Ressourcen um Planet zu schonen. Wir sollen noch unabhängig gehen vom Import von ölischer Gas, soweit es geht, aus dem Mittleren Osten, aus Russland. Das ist ja auch geostrategisch ganz wichtig. Denn wir müssen das mit Verstand machen. Und was wir heute gesehen haben, das ist über den Knie gebracht. Heute wird die Delokalisierung von der industriellen Produktion gefördert. Wir haben auch gesehen, was geschieht während der Corona-Krise, wo wir merken, dass wir heute keine Medikamente mehr produzieren, auch keine Masken, immer mal nach Stuhl, wie weiß, irgendwann vielleicht käme. Wir dürfen doch nicht so aufhängig gehen, dass wir bei chinesischen Diktatoren denen müssen nur laufen, für Hilfe zu kriegen. Am September wird der Chef von ArcelorMittal Lützeburg auf RTL gesagt, durch die hohen CO2-Taxen, die die Industrie in Europa zu bezahlen hat, wäre einfach nicht konkurrenzfähig. Von dem am Rest von der Welt nicht geschieht. Und das geschieht, das tut sich ja nicht so wie bei heute. Und dann der Strom. Wir verbrauchen pro Jahr 6.500 Gigawattstunden und produzieren ungefähr 1.000. Da fehlt ganz viel. Und der faulen Trigger ist die Produktion von CO2, die geht den Ländern ungerechnet, die den Strom produzieren und nicht denen, die ihn verbrauchen. Wir verbrauchen ihn, wir produzieren ihn aber nicht. Das ist das quasi gefuddelt, ein bisschen so wie auch beim Tanktourismus. Wir kaufen Atomstrom und wir kaufen Kohlestrom, wir kriegen ihn aber nicht ungerechnet. Wir produzieren bei nicht und Gaskraft wird zu Eschem und nach zugemacht. So lässt sich dann natürlich bequem wirtschaften, ganz nur Motto, aus den Augen, aus dem Sinn und der Strom, die könnt ihr wohl aus der Steckdose. Und da lässt sich auch einfach so eine Mühle Google auf Plätze, die brauchen ganz viel Strom. Ja, wir produzieren ja nicht, wir importieren dann eben Strom, der viel CO2 produziert oder aus Atomenergie kommt. Apropos Atomenergie, am Gesetz steht, le recours à l'énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés. Ich so viel wie Atomkraft als verboten. Ja, schön. Ich freue mich, dass ihr rosa-rote Brille du musst unholen. Weil Fakt ist, wir benutzen heute Atomkraft. Wir benutzen Atomstrom, die wissen alle gut. Den Undel und Atomstrom, die lohnt 2018 bei 10,4%. Voilà, wir benutzen unter den geringen Energieminister Atomstrom zu Lützeburg. Das ist die Realität. Und das sieht ehrlich, also die Leute, und halt ob ihnen Sand an den zu streben. Da geht es geschwärzt von sozialer Gerechtigkeit. Dabei wird das sozial gerecht. Natürlich werden die Armen drin leiden am meisten. Klimaschutz ist nicht sozial. Es wird einen negativen Impact tun auf die Kompetitivität von der Lützeburger Wirtschaft und Industrie. Es wird einen negativen Impact tun auf als öffentliche Finanzen. Ja, wir gehen heute durch ein Stück mehr arm. Und da wissen wir noch nicht, was das ganz Matze springt vor Rattenschwanz. Weil all die Hei, was man so in der, das ist ein Rum an den Inhalt, wie auch gesagt, Ginas, die soll ja recht spät kommen, in Form von grossherzoglichen Reglementen. Wir stimmen am Anfang etwas, wo man nicht wissen, was genau das ganz matzig bringt. Aber was wird kommen? Hier ist alles, was dabei stöcken. Mehr Steuern, die nicht bringen, mehr Fuhrverbote, die nicht bringen, Klimaquoten, die nicht bringen, Plan Elektromobilität, die nicht bringt, an zu guter Letzt, Hunderte von Millionen von Abbaußen, weil wir den Tanktourismus wollen aufschaffen. Viele Suchen, die fehlen dann und die gehen da gebraucht für den Klimafonds und nicht für andere Sachen. Bravo, wenn wir fertig sind, die gering fertig sind, da sind wir feit. Und gesagt in Tirol schon, das Jahr haben wir Ziele von der Reduktion von den Zerregasen erreicht. Wow, für was haben wir das Jahr erreicht? Ihr wisst, das ist der Corona-Krise, die als Wirtschaft während Mainz lahmgelöst hat. Und das weiß etwas ganz, ganz gut. Die Ziele von 55% sind just zu erreichen, wenn wir in den nächsten 10 Jahren alle Jahre eine Krise und die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist die Realität. Wie auch die anderen Parteien leben nicht an der Realität oder haben nicht den Courage, eine realistische Politik zu machen, weil sie Angst haben für ihre geringen Fanatiker, sowohl am Europaparlament wie auch hier. Wir haben keine Angst. Und das ist der größte Unterschied zwischen uns und den populistischen Parteien, die den Leuten eine radikal und schnell Energiewende versprechen. Und das sieht von der Stift Minimum realistisch. Wir brauchen x Jahre für ein Stadion zu bauen. Wir brauchen Jahrzehnte für einen Nordschluss. Wir brauchen 8 Jahre für eine Klinik zu bauen. Wir brauchen 10 Jahre für eine Drittspur auf der Dittlinger Autobahn zu bauen. Und nur will da, bei den 10 Jahren, 55% Männer
Emissionen hier im Land. Wie soll das da gehen in 10 Jahren? Die ganze Wirtschaft und die ganze Lebensweise soll in 10 Jahren auf den Kopf gedreht gehen. Und die wird gesehen. Und ich sage hier dann deutlich, wenn alles gut geht, werden wir mal nicht tauschen, 27,5% davon erreichen. Und ich meine, die meisten von euch wissen noch, dass das so wird sein. Eine Klimapolitik, also aus all den Gründen, die ich hier abgezählt habe, voller Widersprüche, ganz schlecht, also sie ist nicht möglich. Pardon, doch, sie wäre vielleicht möglich, sie ist vielleicht möglich. Wenn wir hier eine Totalkrise kriegen, wenn unser Bruttosozialprodukt in den Keller geht, wenn wir Rezession haben, Armut, industriellen und wirtschaftlichen Untergang, ja, dann packen wir es. Die wollt das vielleicht, wir nicht. Très bien.